Adhara Gomukhasana. Rafaela zeigt, wie es geht, und ich lese aus Garotes Encyclopedia of Traditional Asanas die Anleitung. Bringe einen Fuß an den gegenüberliegenden Pobacken und bringe den anderen Fuß hinter den Kopf. Dann gib die Hände vor dem Brustkorb zusammen. Das ist eine Variation von Adhara Gomukhasana. Gomukhasana heißt wörtlich Kuhmaulstellung und diese Stellung ist die nach unten schauende, die abwärts gerichtete Kuhmaulstellung. Alle Infos über dieses und andere Asanas auf www.yoga-vidya.de.